Hallo liebe Dschungelfreunde, hier ist Marc Pittelkau. Ich melde mich wieder aus Australien, Main Beach. Wir haben einen traumhaft schönen Tag. Ne? Matthias Mangiapane steht neben mir, der schon ganz, na eben nicht aufgeregt ist, wie er mir gerade gesagt hat. Aber wie sind denn deine Gefühle kurz vor Einzug in den Dschungel? Ja, kurz vor Einzug in den Dschungel sind meine Gefühle natürlich jetzt, also ich bin voll absoluter Vorfreude auf den Dschungel. Also ich wollte ja wirklich 5 Jahre schon in den Dschungel und ja, 2018 hat es jetzt endlich geklappt. Ich bin mega happy, ich freue mich auf das Camp, auf die Leute, auf die Prüfungen, auf diese ganze Gegebenheit, also auf dieses Abenteuer-Dschungelcamp. Jetzt bist du ja ein Ästhet, kann man ja sagen, der sehr großen Wert legt auf Äußerlichkeiten. Das sieht man ja im Dschungel, hast du ja dein Make-up dabei, damit man ein bisschen was machen kann. Aber du wirst ja auch wahrscheinlich, naja, man sieht dich ja wahrscheinlich auch nackt. Wie gehst du damit um? Also ob man mich nackt sieht, das weiß ich noch nicht. Also es gibt ja die Möglichkeit, da auch irgendwie mit Badehöschen und etc. pp. Zu duschen. Also ich gehe da eigentlich relativ positiv um. Also ich bin ja wie ein Chamäleon, ich kann mich ganz gut meiner Umgebung anpassen. Und ja, dass ich im Dschungel natürlich nicht so auftrete wie hier heute, ist ganz klar. Also, aber ich muss sagen, ich habe ja das Dschungel-Outfit schon anprobiert. Und das Höschen macht eigentlich ein ganz schönes Figürchen. Ja, ja, meine, du bist ja auch kritisch bei Fotos, wenn es mal ein bisschen was vom Bauch ist. Ich meine, du bist schlank, aber wie alt ist man dann im Dschungel, wenn man vielleicht danach Bilder von sich sieht, die man so gar nicht sehen wollte? Also ich denke, dass man das Eitele, also gerade ich muss das wahrscheinlich im Dschungel extrem ablegen. Also ich muss einfach so, ich muss mich der Gegebenheit eben halt wirklich fügen. Und ja, das versuche ich also auch. Also ich werde ja jede Menge Geld sparen. Ich brauche keine 3 Dosen Haarspray die Woche mehr, diese 14 Tage jetzt dort. Also und alles andere ist ja auch weg. Das Einzige, was ich dabei habe, ist meine Puder. Jetzt hast du ja leider im Dezember ein trauriges Erlebnis gehabt. Deine Schwiegermama ist verstorben und das ist natürlich jetzt auch eine Sache, von der Trauer umzuschalten in eine fröhliche Sendung. Wie machst du das? Ja gut, also ich habe ja ein sehr inniges Verhältnis zu meiner Schwiegermutter gehabt. Also ich habe ja 10 Jahre lang mit ihr unter einem Dach gewohnt, habe über Jahre lang mit ihr eigentlich jeden Tag zusammen verbracht, außer wenn ich eben halt geschäftlich nicht zu Hause gewesen bin. Habe sie jetzt das letzte Jahr quasi auf ihrem Weg bis in den Tod begleitet, habe sie zu Hause gepflegt, nachdem sie demenzkrank geworden ist. Und klar, das ist eine ganz extreme Situation gewesen. Ich muss sagen, klar ist es immer noch so, dass da eine gewisse Trauer noch da ist und trotzdem ist es natürlich so, dass ich versuche, mit dieser Trauer so gut wie möglich umzugehen. Und um dieses Thema Dschungel eigentlich gut zu bestreiten, habe ich das auch dann so gemacht, um die Trauer eben halt ja, zu verarbeiten, dass ich sie einfach mit in den Dschungel nehme. Was heißt das? Ja, ich habe mir einen Trauerschmuck machen lassen, einen Talisman, in dem einen Teil der Asche meiner Schwiegermutter ist. Und das ist mein Talisman, den ich als zweiten Luxusartikel mit in den Dschungel nehme und der mir ganz, ganz viel Kraft und Geborgenheit geben wird. Wunderbare Idee. Lieber Matthias, wir wünschen dir alles Gute und toi, 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 dass es zum Dschungelkönig klappt. Danke.